Herzlich willkommen auf dem Kanal von Filigran. Wir stellen in mehreren Videos unsere Bemessungstools vor. Heute beginnen wir mit Profi, der Bemessungssoftware für unsere Durchstandsbewährung FDB. Mein Name ist Christoph Sorge und jetzt geht's gleich los. Nachdem Sie die Software kostenfrei auf unserer Website heruntergeladen und anschließend auf Ihrem System installiert haben, erscheint dieses Icon auf Ihrem Desktop. Durch Doppelklick öffnen Sie das Auswahlmenü für die drei Programmpunkte. Mit FIMO werden Gitterträger im Montagezustand bemessen. Mit Verify wird die Bemessung der Gitterträger als Querkraft- und Verbundbewährung geführt. Und mit Profi, das ist das Programm, was wir heute Ihnen vorstellen werden, lernen Sie die Software kennen, mit der die Bemessung von unserer Durchstandsbewährung FDB geführt wird. Durch Doppelklick starten wir. Steigen wir direkt ein. Heute soll es ja um die Eingabemöglichkeiten im Profi gehen. Hier oben finden Sie ein Editierfeld, in dem Sie die Projektdaten hinterlegen können. Zum Beispiel den Namen Wohnheim Berlin, Hauptstraße 24 und wir beschreiben den Block B beispielhaft. Darunter finden Sie weitere Felder, wo Sie Ihren Namen und Ihre Firma beschreiben können. Darunter beschreiben Sie die Position. Hier geben Sie der Position einen zweckmäßigen Namen, zum Beispiel die Ziffer 1. Wenn diese statische Position mehr als einmal ausgeführt werden soll, so kann hier die entsprechende Anzahl eingegeben werden. Dies wird bei der Zusammenstellung der Gesamtstückliste berücksichtigt. Wir entscheiden uns hier beispielhaft mal für 2 Positionen. Im anschließenden Feld wird die Decke definiert. Die Deckenstärke, statische Höhe, Betondeckung oben bzw. unten. Wie diese Werte in Relation stehen, wird in diesem Schaubild noch einmal verdeutlicht. Außerdem finden wir hier die Maßketten. Die Betongüte können Sie auswählen und genauso den Längsbewährungsgrad. Dieser ist von vornherein mit 1% angegeben. Hier haben Sie aber auch die Möglichkeit, den Längsbewährungsgrad anders anzugeben. Und zwar als Flächenbewährung. Dort wird die entsprechende Bewährung in Quadratzentimetern hinterlegt, beziehungsweise Sie haben auch noch die Möglichkeit, Stabanzahl und Stabdurchmesser, beziehungsweise die Stababstände und Durchmesser anzugeben und darüber den Längsbewährungsgrad zu definieren. Wir belassen das hier bei dem pauschalen Längsbewährungsgrad. Unser Bemessungsprogramm Profi funktioniert wunderbar als Einzellösung, so wie wir es hier sehen. Unser Tool können Sie auch als Nutzer von MB-Statik und Friedrich und Lochner Programm intern nutzen. Bei MB-Statik finden Sie uns unter dem Modul x420.de bzw. für Österreich x420.at, bei Friedrich und Lochner unter B6 plus Durchstanzen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen den Berechnungsknopf vorstellen. Diesen finden Sie hier unten. Dort können Sie jederzeit draufklicken und eine Berechnung wird ausgelöst. In den Schnittzeichnungen hier auf der rechten Seite finden Sie die Position der Elemente inklusive der Maßketten. Im unteren Bereich finden Sie den Ausnutzungsgrad und auch die Berechnungsergebnisse und die Stückliste bzw. die ermittelten Elemente. Weiter geht es mit der Stütze. Zunächst geben wir die Bemessungslast VED in Kilonewton ein. Anschließend wird der Stützentyp definiert. Dazu haben Sie hier ein Menü. Alternativ steht Ihnen hier oben die Auswahl der verschiedenen Stützentypen zur Verfügung. Der Stützentyp bestimmt die Rundschnittform und hat damit maßgeblichen Einfluss auf die aufnehmbare Last. Hier wählen Sie den Lasteintrag von unten oder von oben. Von unten bedeutet ganz klassisch, die Decke liegt auf der Stütze. Es kann aber auch natürlich alternativ eine Stütze, ein Stiel auf einer Decke positioniert werden und dann wäre der Lasteintrag von oben in Bezug auf die Stütze. Wir belassen das bei unten. Der Lasterhöhungsfaktor ergibt sich einerseits aus dem Beta-Wert aus dem Stützentyp.
Andererseits können Sie diesen pauschalen Wert nach Norm nicht immer ansetzen. Und zwar, wenn die Lasteinzugsflächen weiter als 25% voneinander abweichen. Dann müsste man das nach den Lasteinzugsflächen separat ermitteln und manuell eingeben. Dazu haben Sie hier die Möglichkeit. Alternativ können Sie auch noch Berechnung nach plastischer Schubspannungsverteilung wählen. Da werden die verschiedenen Momente und somit auch die Exzentrizität festgelegt und daraus ergibt sich der Beta-Wert. Zusätzlich abschließend wird die Stütze über ihre Geometrie in der Stützenbreite A und B hier jeweils mit 25 cm definiert. Kommen wir jetzt zu Punkt 4, Parameter. Hier haben Sie weitere Möglichkeiten, die FDB-Berechnungsoption einzustellen. Als erstes entfernen wir den Haken für den Verbundnachweis. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Im oberen Punkt finden Sie die Möglichkeit, die Richtung der FDB in Ihrem Bauteil zu definieren. Hier ist sie einmal horizontal angeordnet auf der Zeichnung und hier können Sie die zweite Richtung wählen und damit wäre es vertikal. Wir belassen das jetzt bei der horizontalen Anordnung. Als nächstes kommt der Punkt Aussparungen im Durchstandsbereich. Hier finden Sie hinter dem Eingabefeld die Möglichkeit, Aussparungen vorzusehen. Mit dem grünen Plus fügen Sie eine weitere Aussparung hinzu. Hier können Sie mehrere anwählen. Durch die Eingabe, direkte Eingabe, können Sie die Größe und auch die Position in Ihrem Durchstandsbereich definieren. Was noch einfacher geht, wäre, wenn Sie diese Aussparung mit der linken Maustaste anfassen und bewegen. Wir haben ja zwei Felder eben eingefügt, deswegen finden wir die hier auch und die können wir nach Belieben positionieren. Gehe ich hier nochmal in das Eingabefeld. Wir wollen jetzt aber nur eine berücksichtigen. Klicken wir die zweite an und entfernen die hier über das rote Kreuz. Die erste belassen wir bei, die machen wir mal auf doch 20 x 20 cm und die Position in X-Richtung machen wir auf 0 und in Y-Richtung bei 40 cm. Dann sitzt die hier schön symmetrisch neben der gewählten Stütze. Danach würde der Verbundnachweis geführt werden. Als nächstes finden wir den Punkt FDB-Berechnungsoptionen. Als erstes wird dort der Schlaufenüberstand abgefragt. Unsere FDB-Elemente haben Standardüberstände von 4 oder 5 cm. Elemente bis einschließlich 19 cm Höhe haben 4 cm, darüber hinaus 5 cm Schlaufenüberstand. Hier wird Ihnen die Möglichkeit angeboten, davon abzuweichen und den Überstand manuell einzugeben und dann entsprechend zu definieren. Hier sind 3, 4 oder 5 cm hinterlegt. Bitte belassen Sie das grundsätzlich im Standard. Als nächstes kommt der Punkt der Elementlängen. Minimale und maximale Elementlängen. Hier werden die 40, 60, 80er Elemente gewählt und Sie können eben definieren, welche davon genommen werden sollen. Standardmäßig ist hier also wirklich die kleinste Länge 40 angegeben bis zur größten 80. Sie haben aber auch hier die Möglichkeit zu sagen, ich reduziere mich nur auf eine Sortenlänge, eine Länge, zum Beispiel die 60er Länge und können damit Ihren Bauablauf etwas optimieren, weil Sie eben nicht verschiedene Längen pro Stütze vorsehen, sondern sich nur auf eine Länge beschränken, in Anführungszeichen, was aber dem Einbau wirklich zuträglich ist. Ich mache mal die Berechnung und dann sehen wir, dass wir wirklich nur die 60er Elemente verbaut haben. Hier unten 40 Stück und das ist natürlich im Bauablauf eine echte Optimierung, weil nicht die Elemente pro Einbausituation erst zusammengesucht werden müssen und ausgelegt werden müssen, sondern wir haben wirklich eine längenreine Sortierung dann. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die FDB konstruktiv anzuordnen.
wenn Sie keine Durchstandsbewehrung benötigen oder wenn der Ortbetonquerschnitt auch ohne Durchstandsbewehrung nachgewiesen werden kann, kann dennoch hier konstruktiv die Durchstandsbewehrung angewählt werden. Dies kann gelegentlich zur besseren Ausführbarkeit in Kombination mit den Gitterträgern sinnvoll werden. Jetzt lassen wir aber erst einmal den Haken weg. Kommen wir jetzt zu dem Punkt Anordnung der FDB. Hier haben Sie die Auswahlmöglichkeit, die FDB parallel, parallel vereinfacht oder orthogonal anzuordnen. Parallel ist die übliche Vorgehensweise. Parallel vereinfacht möchte ich kurz erklären. Zunächst gucken wir nochmal auf die Parallele, so wie es jetzt eingestellt ist. Hier haben Sie unterschiedliche Abstände, 8, 12 cm, hier in der Mitte auch ungerade Zahlen. Das wird so angeordnet, wie das Programm das für sinnvoll und effektiv erachtet. Bei der parallel vereinfachten Anordnung haben Sie hier überall die gleichen Abstände. In diesem Falle ergibt sich das, weil wir hier eine 25er Stütze haben. Ansonsten ist natürlich im Stützenbereich ein anderes Maß durchaus denkbar gegenüber den rechts und links davon. Aber hier haben wir immer nur den gleichen Abstand, was auch für den Einbau eine ganz praktische Geschichte ist und auch in der Abnahme, in der Kontrolle, ob die Elemente richtig positioniert sind, natürlich die Sache deutlich vereinfachen kann. Dann haben Sie noch die Möglichkeit, die FDB-Elemente orthogonal anordnen zu lassen. Das sehen wir dann hier. Das heißt, hier laufen jeweils welche auf die Stütze in der einen Richtung und dann senkrecht dazu weitere Elemente. Diese Anordnung macht natürlich nur im Ortbeton Sinn. Hier ist darauf zu achten, dass Sie zwei verschiedene Trägerhöhen generieren, weil die eine Trägerhöhe natürlich auf der untersten Lage der unteren Biegezugbewehrung positioniert wird und die senkrechte dazu auf der quer dazu liegenden, das heißt um eine Bewehrungslage höher, und das sehen wir hier unten. Hier haben wir dann einmal das 15er Element in unserem Beispiel und die anderen sind die 16er. Das heißt, Sie haben pro Stütze dann zwei verschiedene Bauhöhen. Das muss man dabei berücksichtigen. Hier im unteren Bereich können Sie noch den Durchmesser der Querbewehrung wählen. Da ja die Elemente auf der unteren Querbewehrung stehen, verschiebt sich automatisch ihre Lage in dem ganzen statischen System nach oben, wenn die untere Querbewehrung an Durchmesser zunimmt. Das heißt, ab 12 mm Durchmesser Querbewehrung würde die FDB so weit nach oben rutschen, dass die Betondeckung oben nicht mehr ausreicht. So würde dann das Programm auf eine etwas geringere Bauhöhe zurückgreifen, sodass die FDB in die obere Betondeckung maximal 5 mm eingreift. Die rechnerische Streckgrenze der FDB können Sie hier nochmal auswählen. Standardmäßig sind das die 500 Newton pro Quadratmillimeter. Hier im letzten Punkt können Sie den Trägerabstand von der Stütze noch frei definieren. Dieser ist durch die Zulassung auf 0,35 mal D von der Stützenkante definiert. In Ausnahmen kann man davon abweichen und so eventuell auch ein FDB-Element kürzer generieren. Prinzipiell würde ich das an der Stelle aber so bei 0 belassen, sodass es nach Norm berechnet wird. Kommen wir jetzt zu den allgemeinen Berechnungsoptionen. Hier können Sie konstruktive Durchstandsbewehrung nach der DIN 4149, Stichwort Erdbebennorm, anordnen. Haken setzen und dann wird es mit berücksichtigt. Die Biegezugbewehrung, die Streckgrenze der Biegezugbewehrung können Sie hier auch nochmal händisch einwählen, die Sie dort vorsehen. Und der letzte Punkt, die Stützeneindringung, falls die Stütze auf der Baustelle zu hoch betoniert wurde und somit die Eindringung in die Deckenplatte höher ist als nachgerechnet oder nachgewiesen wurde, haben Sie hier die Möglichkeit, eine Eindringung vorzusehen. Das heißt, der theoretische Riss, der sich ausbildet, würde sich ja nicht von der Unterkante der Decke, sondern im Prinzip ab der Oberkante der eingedrungenen Stütze ausbilden. Damit reduziert sich die statische Höhe und auch der Rundschnitt. Also hier können Sie das noch eingeben und im Nachgang
nachweisen. Dafür ist dieser Punkt gedacht. Als letztes haben Sie die Möglichkeit, den Ermüdungsnachweis zu führen. Dazu klicken Sie hier an und es öffnet sich ein weiteres Eingabefeld. Wenn Sie hier oben die Lastwechselzahl auswählen, können Sie den Schwingbreitennachweis für eine bestimmte häufig wiederkehrende Belastung eingeben, wobei die minimale und auch die maximale Belastung aus der Lastkombination für die Ermüdung übernommen werden. Alternativ dazu kann der Stellvertreternachweis mit äquivalenter Schwingbreite bemessen werden. Hier wird ein Nachweis für 1 Million Lastwechsel der maximalen Belastungsänderung geführt. Wie angekündigt, wollen wir jetzt noch rasch den Haken für den Verbundnachweis setzen. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, den Verbundnachweis in Kombination mit Gitterträgern im Halbfertigteil zu führen. Sie finden die Möglichkeit, die verwendeten Gitterträger und Zulageträger in ihren Abmessungen zu definieren und auch die Abstände unter den Trägern festzulegen. Außerdem lassen sich die Gitterträgerhöhe und der Fugenabstand unter den Platten frei definieren. Sie können die Eingabe zur Fugenrauigkeit und zur abzugsfähigen Last vornehmen. Ja, meine lieben Damen und Herren, damit sind wir am Ende unseres Videos angekommen. Alle Eingabemöglichkeiten zur Bemessung der filigranen Durchstandsbewehrung mit dem Bemessungsprogramm Profi sind jetzt erklärt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns über Ihr Abo und aktivieren Sie auch die Glocke, damit Sie keins unserer zukünftigen Videos verpassen. Wir sagen Danke und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Tschüss!